Okay, Shalom, Shalom, Erev Tov. Shiur Halacha wie jeder Dienstag. Und heute selbstverständlich konzentrieren wir über die zentrale Thema, was kommt doch in zwei Tage, der Feiertag, Feiertag Chanukah. Aber bevor wir gehen in Chanukah, bevor besprechen wir über Chanukah, haben wir noch etwas ganz wichtig zu besprechen, weil gerade heute, genau jetzt gerade, haben wir umgestellt. Von Sommer zum Winter. Bei uns jetzt wurde umgestellt zum Winter. Was meine ich? Das bedeutet, dass gerade jetzt bei Mairiv haben wir begonnen zu sagen, bei Barech Aleinu, bei Birkat Hashanim, haben wir begonnen zu sagen, Vetein Tal Umatal Livracha. Jetzt gerade bei Mairiv. Und wurde gefragt, und soll wir erklären bei Shiur Halacha, es ist doch, passt jetzt. Warum gerade bei uns haben wir nur jetzt, nur heute Abend begonnen zu sagen, Vetein Tal Umatal Livracha? In Israel wissen wir doch, dass die haben schon begonnen zu sagen, 45 Tage zurück, am Sein Cheshvan, am 7. Cheshvan. Dann warum? Wir haben sich aufgehalten bis jetzt und haben wir nicht gesagt, wir haben noch nicht gefragt, wir haben noch nicht gebeten für Regen bis heute. Warum nur gerade haben wir begonnen? Dann versuchen wir das zu erklären. Also was steht hinter diesem Unterschied, so wie unter andere Unterschiede, was wir haben viel zwischen Israel und Diaspora. Warum gerade auch in dieser Hinsicht haben wir ebenso eine... ein Unterschied. Also steht in Traktat Anit, in dem Mishnah, wann beginnt man? Wann wird beginnen zu sagen? Dort gibt es eine ganze Diskussion in Mishnah Anit. Wann beginnen wir zu sagen Mashivoach und Morida Geshem? Und wann beginnen wir zu sagen? Wann beginnen wir zu sagen? Wir wissen doch, dass es gibt am zweiten Bracha bei Gvorot Gshamim und es gibt auch bei Birkat Hashanim bei der neunten Bracha. Dann es gibt auch deine Meinung, dass eigentlich es kommt immer gleichzeitig, es kommt doch zusammen. Es gibt so eine Meinung, aber die Halacha ist, wissen wir, dass Mashivoach und Morida Geshem haben wir begonnen am Shmini Atzeret zu sagen. Und Vetein Tal Umatal Livracha bei Birkat Hashanim haben wir das umgestellt, auf jeden Fall in Israel, am 7. Cheshvan. Und warum? Warum zwei Wochen später? Steht geschrieben, Kedei, Sheyavo Acharon, Sheberetz Israel, Lenarpa. Das heißt, weil die Menschen sind Eulele Regel gewesen, die waren doch in Jerusalem am Feiertag, dann der Letzte, was geht in Babylon zurück, er erreicht Babylon, das heißt, er erreicht dort sein Ziel, sein Wohnort gerade zwei Wochen später, das ist die späteste, was kommt hin. Ist deswegen, die haben doch aufgehalten, zu sagen, der Tetamet Vachanu erst zwei Wochen später. Dann stellt sich doch die Frage auch, dass alles in den Zeiten von Beit HaMikdash, wenn das war, Heilige Tempel und alles sind gegangen in Jerusalem, aber was heutzutage nach der Zerstörung, ob soll man ebenso sich aufhalten? Man soll warten bis zwei Wochen nach Sukkot oder doch sofort anfangen sagen, Vetein Tal Umatal Livracha. Eigentlich, das ist auch eine Diskussion. Es gibt einige Meinungen, einige Rishonim, was sagen, dass doch das alles, was man beginnt zu sagen, Vetein Tal Umatal Livracha zwei Wochen später in Israel und in der Region, das ist nur in den Zeiten von Beit HaMikdash. Aber in den Zeiten... Nach dieser Störung heutzutage braucht man nicht zu warten so lange und soll man sofort von Mozae Yom Tov soll man beginnen zu sagen Mashivoach und Morida Geshem und Vetein Tal Umatal Livracha ebenso. Aber Lehalacha üblich zu sagen, so die meisten Poskim, die meisten Rishonim und die meisten Achronim sagen, dass doch das gleiche wie es war in den Zeiten von Beit HaMikdash, ebenso nach dieser Störung soll man warten bis sein Cheshvan und dann kann man sagen, Mashivoach und Morida Geshem. Und, Entschuldigung, Vetein Tal Umatal Livracha, Mashivoach und Morida Geshem sagen wir schon vor, Vetein Tal Umatal Livracha, also beten, Fragen für Geshamim, Fragen für Regen, das wird erst später gesagt.
Und was ist der Hintergrund? Ganz einfach. Was ist der Hintergrund? Ganz einfach. Weil auch, sagen die schon immer, auch heutzutage, wobei es gibt kein Mitzwa zu gehen in Jerusalem, wenn es gibt kein Bet Mikdash, aber trotzdem, so war immer die Minhag, so war immer der Brauch, dass die Iden sind immer gegangen von der Diaspora außerhalb Israel, die sind immer gegangen auch in Israel, auch nach dieser Störung. Und deswegen, es ist schon wichtig, dass man geht in Israel auch die Tage, wenn es gibt kein Bet Mikdash. Deswegen, man wartet ebenso 2 Wochen später, 2 Wochen nachher, nach Sukkot, nach Simchat Torah, und dann beginnt man zu sagen, und so ist üblich bis heute auch in Israel. Jetzt ist die Frage, und da lernen wir raus auch, dass die Einfluss von den Chagim geht bis sein Cheshvan. Das haben wir schon, ich glaube, schon gesprochen damals am 7. Cheshvan. Aber jetzt kommt eine Frage, jetzt kommt die Frage, was ist mit Diaspora? Dann steht in Gemore, dass in Babel, die Gemore wurde durch Talmud Babli, die babylonische Talmud, ist dort steht in Gemore, dass in Babel wird nicht gesagt, Vetein Talmud Al-Vacha sofort am 7. Cheshvan oder sofort nach Simchat Torah, sondern man wartet 60 Yom achar Tkufa, 60 Tage nach der Tkufa. Wir wissen doch, das heißt, das war Rabbi Choel. Hast du gefragt heute Morgen, warum man geht nach die goyische Kalender? Es ist keine goyische Kalender, man geht nach die Sonnezyklus. In diesem Sinn, und es gibt einige Sachen, dass man geht. Es gibt doch 4 Tkufot Hashanah, Tkufat Tishrei, Tkufat Tevet, Tkufat Nisan und Tkufat Tammuz. Das heißt, das Jahr wird geteilt für 4 Teile, 4 Quadraten, also so wie heutzutage. Aber genau wann ist das? Das ist immer 4. zum Monat, 4. oder 5. zum Monat. Auf jeden Fall, jetzt sagt schon die Gemore, dass 60 Yom achar Tkufa, das heißt, achar Tkufa Tishrei, das heißt, wenn die Tkufa wird umgestellt, wenn die neue, die neue Saison von Tishrei wird umgestellt, die neue Quartal von Tishrei wird umgestellt, dann man wartet 60 Tage und dann 60 Tage später kommt gerade die Zeit in die Diaspora. Und warum ist das? Ganz einfach, weil in Babylon, in Babel, die brauchten nicht so viel Wasser, weil die hatten genug Wasser. Die konnten bewässern, die konnten trinken, die hatten genug Wasser. Deswegen, die brauchten nicht zu fragen und zu beten für Regen so lange vorher. Ist deswegen so, sagt die Gemore, dass in Babel, so sagt man 60 Tage nach Tishrei. Wann ist 60 Tage? Also in Vergangenheit war doch 22. November oder 23. November, aber heute nachher, was man hat zugelegt, noch 13 Tage, es ist geworden das 4. November oder 5. November. Das bedeutet 4. November in einem normales Jahr und in einem Jahr, dass die folgende Februar, das heißt in 2 Monaten, wird Schaltjahr. Das heißt, wird 29 Tage im Februar, also einmal in 4 Jahren. Dann wird es beginnen wir gerade am 5. Dezember und nicht am 4. Dezember, so wie heute. Weil der nächste Februar wird sein 29, also Schaltjahr, in die goyische Jahr, in die zivilische Jahr. Deswegen machen wir so, am 5. Aber das alles, was der Gemore sagt und geblieben in Halacha, das ist in Babel. Die Frage jetzt, was ist mit der ganzen Diaspora, mit der ganzen Chutzlaritz? Dann kam eine große Diskussion zwischen den Rishonim, ob das, was die Gemore, Rove sagt dort, die Gemore sagt über Babel, dass man beginnt 60 Tage nach der Umstellung von die neue Quartal, vom Tishrei Quartal, in anderen Worten, also 1 Monat bevor die nächste Quartal, ob es ist wirklich eine Gzerata Katuv, das so muss sein in ganze Diaspora, in ganze Chutzlaretz außerhalb Israel, oder dass gesagt wurde nur in die Umständen von Babel, weil Babel braucht nicht unbedingt so viel Wasser, weil die haben schon genug von die andere von Tigris und von die andere Flüsse, dann die brauchen nicht. Rabbi Choel, bitte ausschalten das Mikrofon und aufmachen die Kamera. Kannst du aufmachen die Kamera? Oh,
Jetzt sieht man, Reb Michael. Kol HaKavod. Oh, jetzt sieht man die alle Chassidim. Auf jeden Fall, die Frage ist, ob es ist gesagt wurde nur bezüglich Babylon, weil dort wirklich die Umstände von Babylon sind solche, dass die brauchten nicht unbedingt so viel Wasser. Deswegen kann man doch warten bis anderthalb Monate später. Oder es ist eigentlich ein Vorbild und ein Beispiel für die ganze Diaspora, dass eigentlich die ganze Diaspora, es ist anders als Israel und es gibt es gibt keinen Unterschied und es ist egal, welches Land in Diaspora, ob es ist hier in Deutschland oder in Spanien oder andere trockene Länder, es ist egal, immer brauchen wir Wasser und fragen wir und beten wir für Wasser, nur ab heute, ab 4. oder 5. Dezember. Und das war eine große Diskussion zwischen Rishonim. Und einige haben gesagt, nein, es gesagt wurde bezüglich Babel, aber wenn bist du in Deutschland und die brauchen doch Wasser irgendwie, bald sehen wir, interessant, dann, oder in andere Land, in Europa oder in Afrika, das bestimmt brauchen die mehr, dann soll, das ist trocken, dann soll die schon beten für Regen, schon von 7. Cheshvan oder sogar von Shmini Atzeret. Das war eine große Diskussion und sagen wir, dass Lalacha ist üblich geblieben, üblich zu sagen, dass alle sind einverstanden, dass doch die ganze Welt, die ganze Diaspora außer Israel doch bleibt damit, so wie Babel, dass man beginnt zu sagen, gerade am 4. Dezember, aber nur zu erzählen über die Diskussion, ein bisschen zu verbreiten, werde ich sagen, dass es gab eine sehr interessante Geschichte, was wird erzählt in Tshuvot HaRosh, in das Buch von die Antworten von Rosh, Shelot Tshuvot HaRosh. Der Rosh, Rabbeinu Asher, soll man wissen, Rabbeinu Asher, der Rosh, ja, der Rosh, wer war der Rosh? Rosh war einer von den wichtigen Rishonim. Sein Sohn war Baal HaTurim. Sein Sohn, Rabbi Yaakov, Baal HaTurim, das war sein Sohn. Er hat geschrieben, der Tur, und ebenso der Pirush, Baal HaTurim, der Kommentar zum Torah. Auf jeden Fall, Rabbeinu Asher ist einer von den Fundamenten von unserer Psyka, von der Shulchan Aruch. Dann, er war ursprünglich hier in Deutschland. Er ist Ashkenazi. Er war in Ashkenaz, in Deutschland. Er war der Schüler von Maharam Mirotenburg. Wenn der Maharam Mirotenburg, wir haben schon letzte Woche gesprochen, ich glaube, oder vor zwei Wochen, über die ganze Geschichte von Maharam Mirotenburg. Wir kennen doch das Maharam Mirotenburg. Jetzt ist sehr aktuell, in alle Schurim werden erzählt über den Maharam Mirotenburg, weil gerade das ist aktuell mit den Gefangenen und mit den Entführten. Rabbeinu Maharam Mirotenburg waren ebenso entführtet oder gefangen wurde in Eisenstein. Und er hat erwartet dort der führt, was er hat im Gefängnis gelegt, er hat erwartet für viel Geld. Und ich habe schon mehrere Mal diese Geschichte erzählt, aber das ist ganz interessante Geschichte. Und die ganze Kehille von Deutschland waren bereit zu bezahlen so viel Geld. Er war doch der Oberrabbiner von ganz Deutschland, kann man sagen, Maharam Mirotenburg. Aber er hat verweigert, frei zu werden. Was interessant ist, dass am Ende die haben doch das Geld bezahlt. Warum? Weil er ist doch gestorben im Gefängnis und am Ende seine Leiche, seine heilige Guf, wurde auch nicht befreit, solange man hat das Geld nicht bezahlt. Nachher, was er ist verstorben, dann die Kehille, die Gemeinde haben doch das Geld am Ende bezahlt. Und das ist eine interessante, vielleicht machen wir eine ganze Schür über dem, aber ich weiß nicht, ich will nicht zu viel Politik, weil wie es heutzutage, es war vernünftig, was die israelische Regierung gemacht hat oder nicht. Das hat wirklich, also schwer zu sagen, halachisch, also ich rede halachisch, ob es ist gemessen nach den halachischen Vorschriften oder nicht, weil von einer Seite, wir kennen doch die Geschichte von Maharam Mirotenburg und wir kennen doch ebenso einen Mishnah in Traktat Gittin, was er sagt, ein podinta shvuin yoter mikdeit mehen, dass man darf nicht freilassen, entlassen die Schwuim mit mehr das Wert von mit Geld mehr das als der
der wertvoll von den Entführten, von den Gefangenen. Die Frage, was ist ein wertvoll von einem Mensch? Was ist ein Wert von einem Mensch? Wer weiß? Das ist auch verschiedene Meinungen. Das ist sehr interessant. Vielleicht, also ich hoffe, dass Bezrat Hashem alle soll befreien schon mit Frieden. So, wir hatten jetzt gefeiert, Jutes Kiste, Podo Bescholim Nafschi, wie der alte Rebbe befreit wurde. Und alle Geiseln, was noch geblieben, die soll auch befreien werden. Ohne Frage. Und dann können wir besprechen nur prinzipiell, was ist die Meinung von der Halacha in dem, weil es gibt viele interessante Punkte, viele interessante Meinungen, weil dort war doch eine Frage von Geld, aber da selbstverständlich haben wir doch eine Frage von Pikuach Nefesh, Gott behüte da in Gaza. Aber auch, es ist noch ein Punkt, das ist, wir bezahlen kein Geld, sondern wir bezahlen mit Terroristen. Und die Terroristen freien wir lassen frei und wer weiß, was die können machen. Das ist auch eine Frage von Pikuach Nefesh. Deswegen, wir haben da eine Pikuach Nefesh gegen andere Pikuach Nefesh. Das ist eine interessante Frage. Kann man sagen, dass es gibt keine klare, deutliche Meinung, was soll man jetzt gemacht werden? Genau jetzt, sage ich mal, wenn die sind wirklich echte Terroristen, was da, die haben, das war kein Mörder, was die haben gerade freigelassen. Dann der Rebbe hat viel geschrien gegen den. Aber von anderer Seite, jetzt ist eine Zeit von Milchama, vielleicht hat es eine andere Definition. Wirklich, das ist ein Thema, eine Sugia, was es enthält so viele Hinsichten in Halacha. Es ist sehr interessant. Wir werden Bezrat Hashem vielleicht einmal darüber sprechen, aber wir kehren zurück zu unserem Thema. Ich habe doch angefangen erzählen, was ist mit Maharami Rotenburg. Dann Maharami Rotenburg war im Gefängnis. Dann der Rosh, Rabbeinu Osher, war einer von den Hauptschülern von Maharami Rotenburg. Wenn er gesehen hat, was ist mit Maharami Rotenburg passiert, er hat verstanden, dass es gibt keine Zukunft da für Rabbanim in Deutschland, auf jeden Fall in dieser Generation. Deswegen er ist weggeflohen. Wohin ist er weggeflohen? Nach Spanien, nach Sfarad. Er hat auf dem Weg hat er getroffen der Raschbo, wenn er ist gekommen in Spanien, in Sfarad. Der Raschbo, Rabbi Shlomo ben Aderes, war einer von den Rishonim, einer von den wichtigen Rishonim. Der Raschbo hat sehr beeindruckt und sehr beeinflusst von seinem Wissen von der Roche. Und er hat gesagt, er hat empfohlen, die Kehille von Toledo, dass die sollen als Oberrabbiner nehmen. Und er ist so geworden. Und am Ende der Roche, kann man sagen, geworden der Roche Rabbanei Sfarad. Das heißt, er kam von Deutschland und er ist geworden der Oberrabbiner von Spanien. Sehr interessant. Also Ashkenazi geworden, der Oberrabbiner von Sfaradim. Auf jeden Fall, der Rosh, warum erzählen wir die ganze Geschichte? Erzählt dort in das Buch, dass einmal, sein Sohn eigentlich erzählt das, dass einmal war ein Jahr von Bazoret, war kein Regen, es war ein trockenes Jahr. Und es ist schon geworden Pesach und es gab keinen Regen noch. Es hat noch nicht geregnet. Dann Rabbeinu Osher sagte zu seinen Verwandten, ich will, dass am Morgen, das heißt Pesach, man soll nicht umstellen zurück zum Sommer, sondern man soll weiter sagen, Mashiv Oroch und Morida Geshem, so wie man sagt im Winter, weil wir hatten noch keine Regen. Und so hat er entschieden. Und so hat er gesagt, dass eigentlich in Deutschland soll man das auch machen. Aber in Deutschland, sagt er, braucht man nicht so viel Regen. Es gibt schon genug Regen. Aber da in Spanien, das ist doch ein trockenes Land, relativ, und insbesondere so ein Jahr, sagt er, das, was die Gemorre sagt, dass man soll es machen, es soll gemacht werden. Was die Gemorre sagt, man soll beginnen in Babel 60 Tage nach die Zeit von Tischrei, nach die Quartal von Tischrei, sagt er, das ist nur für Babel, dass die brauchen nicht so viel Wasser. Aber in einem Land wie hier, das braucht man doch Wasser. Dann soll man weiter sagen, solange man braucht es, und nehmen es auch vorher. Bisschen früher als die ganze Diaspora. So war die Meinung von der Raschbo, sagt er, so ich bin der Meinung. Das Problem ist, dass die alle Freunde von der Rosh, von Rabbeinu Asher, wenn die haben das gehört, die waren dort, also die Chachamim, die Rabbanim, was waren da anwesend, die haben gesagt, nein, in keinem Fall, nein, das ist nicht unser Minhag, man muss machen, wie die Minhag ist, das immer war so, auch in Spanien. Es ist immer von 4. Dezember oder damals war 22. November bis Pesach und fertig. Und der Rosh
Trotz seiner Meinung war anders, aber sagt er, weil meine Chaver, meine Freunde sind nicht einverstanden mit mir, dann sagt er, ich bin einverstanden. Ich gebe es auf. Und deswegen ist es so geworden bis heute, dass überall, egal welche Umstände, welche Land, immer wird Maschivo Rochomori der Geschem beginnen wir zu sagen, gerade am 4./5. Dezember, so wie dieses Jahr, und so ist es geworden, Lalacha. Jetzt noch eine Frage, was macht man also in die südlichen Länder, meine ich also, die andere Teil von der von Welt, also Australien, Südafrika und so weiter, Brasilien, Argentinien. Also die sagen wahrscheinlich alles, es gibt drei Meinungen, wie soll man das machen. Also ich glaube, die meisten sagen bei Shomer Tfila im Winter, ich muss fragen, mein Sohn Ari, er war doch in Argentinien letztes Jahr. Aber ich kenne die meisten so machen, auf jeden Fall Chabad, dass die sagen das bei Shomer Tfila. Auf jeden Fall aber das nicht unsere Frage. Nur zu ergänzen noch eine Frage. Noch eine Punkt, also bezüglich dieser Halacha von Veten Tal Matal Bacha. Wir wissen, das ist ganz wichtig zu sagen, Veten Matal Bacha, wenn jemand vergessen hat, also jetzt bei Mairib oder morgen bei Schach, ist egal, jetzt bei den nächsten Tagen, wenn jemand vergessen hat zu sagen, Veten Tal Matal Bacha und hat gesagt, Veten Bracha, dann dass die Frage war, wenn er hat das bis Mevarech Hashanim, dann sagt er sofort. Wenn er hat beendet Mevarech Hashanim, sagt er sofort Kabe Shofar. Sagt er, Veten Tal Matal Bracha, es ist in Ordnung. Wenn er hat begonnen schon zu sagen, Tkabe Shofar, dann wartet er bis Shomer Tfila. Bevor Kiyata Shomer Tfila Kolpe, sagt er dort, er kann dort ergänzen und nachholen und sagen, Veten Tal Matal Bracha, und das reicht. Wenn er hat das auch verpasst, dann bis die zweite Yule Ratzon, er kann noch zurückkehren zum Barech Aleinu und wieder beginnen und sagen, Veten Tal Matal Bracha. Wenn er hat schon Ose Shalom gemacht, dann muss er wiederholen die ganze 18. Und das ist, wenn er es sicher vergessen hat. Wenn er hat einen Zweifel, er weiß nicht, oh, habe ich gesagt oder nicht. Er war irgendwie geflogen irgendwie mit dem Flugzeug. Ja, so wie der, was kommt zurück. Nach 18, der Ruf gibt ihm schon mal Lechem. Sagt er, was schon mal Lechem? War ich da? Sagt er, ja, aber warst du jetzt in Amerika in deine Gedanken? Ja, ebenso die Frage, ja, er weiß nicht, er erinnert sich nicht, habe ich gesagt oder nicht, dann steht geschrieben, Lalacha, bis 30 Tage, der Mensch geht nach seiner Gewohnheit, der Gewohnheit zu sagen, Veten Bracha, nicht Veten Matar. Deswegen, wenn hast du einen Zweifel, weißt du nicht, bist du nicht sicher, ob hast du gesagt, Veten Matar oder nicht, musst du wiederholen. Weil wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich hast du nicht gesagt. Nach 30 Tagen es wird schon die Gewohnheiten fertig. Jetzt kommt eine sehr interessante Frage, wieder mit Marami Rotenburg. Marami Rotenburg, der oben genannte Marami Rotenburg, was haben wir über ihn vorher erzählt, das war der Rebbe von der Rosh. Er hat immer am Shmini Atzeret, sagt er, er hat immer 90 Mal gesagt, bei Maschiva Ochum Rida Geshem gesagt, zu sich, Atagi Bol Olam Hashem, Mechaye Meisim Atorab Lo Ishiya, Mashi Bruch Umer Degeshem. 90 Mal hat er so gesagt, Mechaye Meisim Atorab Lo Ishiya, Mashi Bruch Umer Degeshem, Mechaye Meisim Atorab Lo Ishiya, Mashi Bruch Umer Degeshem. Sagt er, warum? 30 Tage mal 3, es sind doch 90. 90 Tfilot, 90 Gebete. Ich sage jetzt schon voraus, 90 Mal, Mashi Bruch Umer Degeshem, mit einer Vorsetzung zum Atagi Bol, fertig, dann, ich habe schon mein Zunge beigebracht, das heißt, bei mir fließt immer, bei Atagibor fließt sofort zum Maschiva Ochum Eder Geshem und fertig. Dann, falls habe ich später einen Zweifel, ob ich habe Maschiva Ochum Eder Geshem gesagt oder nein. Ich habe schon gesagt, weil quasi 30 Tage sind vorbei. Weil 90 Mal habe ich echt gesagt. Habt ihr verstanden? So hat er gemacht Marami Rotenburg. Der Rabbeinu Peretz hat er gesagt, Loi chazinan, so hat er geschrieben, Rabbeinu Peretz, einer von den Rishonim, Loi chazinan le Rabbonon kshishoi de Avdi Ochi. Ich habe nie gesehen, ältere Rabbonim, das machen sowas. Das sagt er, es geht nicht. Was ist das? Warum? Warum? Das geht nicht 90 Mal. Das kannst du nicht die Gewohnheit schaffen bei 90 Mal in halbe Stunde. Es dauert 30 Tage, wirklich.
Es dauert wirklich 30 Tage. Weißt du, um was haben die gebaut, ihre Machleuke? Sehr interessant. Nur, also nicht dir zu erklären alles, aber es gibt das ist eine ganze Schür, das kann man geben. Das ist gerade die, was lernen Dafyoimi. No, wer lernt da Dafyoimi? Die, was lernen Dafyoimi, ist in Bovekame. Bovekame gibt den Begriff von Shor Amuad. Es gibt doch Shor Tam und Shor Amuad. Shor Tam ist ein Ochs, was stoßt. Er stößt der andere Ochs oder ein Mensch. Ein, zweimal. Und Shor Amuad bedeutet es ist schon bei der Gewohnheit, dass er beschädigt andere, er stoßt andere mit seine, er stoßt andere und beschädigt andere Ochsen. Es ist schon dreimal, das ist Shor Amuad. Dann es gibt ein Halacha, das Muad kann man werden in 3 Tage. Das heißt, ein Tag, 2 Tage, der dritte Tag wird er Muad, wenn er dritte Mal gemacht. Aber dann kommt eine Meinung und sagt, Rechek negichotav Muad, kireb negichotav lokolschken, wenn ein Ochs hat das gemacht alles in einem Tag, dreimal hat er gestoßen, 3 verschiedene Ochsen, dann wird er bestimmt auch ein Muad, ein Shor Muad. Sagt mir Rami Rottenburg, dann sehen wir das Gleiche bei Ochsen, ebenso bei Menschen. Wenn 30 Tage reicht, um beibringen die Zunge zu sagen, Maschivuach und Merida Geshem, ebenso, wenn man macht das alles in einem Tag, wo ist das ist doch egal. Rabbeinu Peretz sagt, nein, das sind 2 verschiedene Themen, kann man nicht vergleichen Ochsen mit Menschen. Warum? Sagt er, weil Ochsen, das ist nicht, dass er bringt sich bei. Bei Ochsen, er hat so eine Natur. Und der Natur, und die dreimal, dass er stoßt, das ist nur, meint er, das ist nur ein Zeichen, dass er ist schon irgendwie ein Shor Muad, er hat so einen Charakter. Deswegen sagt er, egal ob es ist, entfernt zum 3 Tage, separate 3 Tage oder in einem Tag. Aber dagegen, ein Mensch, du willst doch sich beibringen, deine Zunge beibringen, zu sagen, jetzt, Maschewo Achumir der Geshem, dann es muss sein, schon in separate 30 Tage. Und was ist die Meinung von Marami Rottenburg zu dem? Das ist auch Shoramor, dieser gleiche, aber das ist ein Schür für die Yeshiva, nicht hier. Auf jeden Fall, Halacha wird gepasken, sehr interessant, dass wenn ein Mensch hat doch in einem Tag gesagt 90 Mal, dann es geht, aber Lechatchila, man soll es nicht machen. Aber wenn er hat schon gesagt, es geht. Ja, bitte. Was ist die Frage? Woher kommen die 13 Tage zwischen 22. November und 4. Dezember? Das ist der Unterschied zwischen die Gregorianische die Gregorianische Kalender und die, dass man hatte doch zugelegt doch noch 13 Tage für 400 Jahre. Ich kenne nicht die ganze Geschichte, ja. Aber wie bei den russischen kann man das. Die Russisch sind geblieben mit den religiösen Sachen auch mit den alten Kalender. Aber die alle westlichen Länder, die haben doch zugelegt noch. Deswegen die damalige 22. November, die haben doch gesprungen 13 Tage in einem Sprung. Es ist geworden 15. Dezember. Für 400 oder 500 Jahre zurück, ja. Das ist auch der Unterschied zwischen die griechische und die katholische Kirche, ja. Die gregorianische und die julianische Kalender, ja. Sag ich gut. Ja? Ich habe recht, ja. Ja, das hat alles einen Ausdruck auf der Halacha. Der Halacha anerkennt die alle, man muss wissen alles. Steht doch, die Sanhedrin konnte die alle Halachot von Avodah Zarah. Okay, dann bis da die Halachot von Maschivuach und Merida Geshem für heute. Michoel, Reb Michoel, es reicht? Es hat schon gereicht, Reb Michoel. Baruch Hashem. Okay, dann gehen wir zum Chanukka. Gehen wir zum Chanukka, weil das ist die Zitat, nicht geblieben so viel Zeit. Okay, Chanukka. Okay, dann, also die Sachen, was haben wir gesprochen schon letztes Jahr, brauchen wir nicht. Vielleicht doch konzentrieren wir, wie immer, also wir verbinden uns mit Israel, haben wir ein bisschen gesprochen über die Entfuhrten, dann alle Fragen jetzt über die Chayalim, über die Soldaten. Wieso die Soldaten soll anzünden Chanukka-Kerzen? Die Soldaten, was sind in Gaza? Die sind verpflichtend, ja oder nein, wie es ist genau. Also wir wissen doch,
dass es gibt doch eine große Machleuke zwischen Sfaradim und Ashkenazim. Und eigentlich, das ist ein, es ist ein bisschen komisch, nicht zu sagen, aber weil ursprünglich es war umgekehrt. Ich werde erzählen, ja. Traktat Shabbat, die Anfang von der Sugiyah von Chanukah, die Term von Chanukah, Tanur Rabbanan, Nerishu Beito, wie viel muss man anzünden, wie viele Kerzen muss man anzünden? Also die ursprüngliche Mitzvah, also die Basis von der Mitzvah, jede Nacht für jedes Haus eine Kerze. Fertig, so wie jeder Shabbat, egal. Egal wie viele Menschen, egal wie viele Tage, egal welcher Tag. Wir haben ja drin. Und die, was wollen die Mitzvah machen, Behidu, ein bisschen mehr Mehude, was machen die? Nerle kol echad vechad, also jeder Mitglied von das Haus, ebenso braucht eine Kerze. Wer am Adrin, min am Adrin, dann kommt Beit Hillel, Beit Shammai, aber wir sind doch in Beit Hillel. Was sagen Beit Hillel? Mosif veolech, jede Nacht legen wir zu noch eine Kerze, geben wir zu noch eine Kerze. Jetzt ist die Frage, Mehadrin, Mina Mehadrin, kommen mit einer Vorsetzung zu Mehadrin oder zu der Basis von der Mitzvah? Das heißt, die dritte Stufe von der Mitzvah kommt mit einer Vorsetzung von der zweiten Stufe oder von der ersten Stufe? In anderen Worten, wie viel, wenn es gibt 10 Leute zu Hause, dann am 8. Tag, wie viel wird gezündet? 8 Kerze oder 80 Kerze? Das ist ein Machloke zwischen Rambam und Tosfot. Tosfot sagt, wozu 80 Kerze? Reicht doch, 8 Kerze, fertig. Das heißt, Mehadrin mina Mehadrin, dass jede Nacht die geben zu, noch eine Kerze, die geben zu nur für die Basis. Das heißt, die erste Nacht eine, zweite zwei, dritte drei und egal wie viele Menschen sind zu Hause. Aber der Rambam sagt nein. Das ist eine Hosafa-Zugebung als Hemmschicht. Das kommt mit einer Vorsetzung zum zweiten Stufe. Das heißt, nachher, was wir wissen, dass jeder Mitglied von das Haus braucht eine eigene Kerze, dann sagt uns Mehadrin mina Mehadrin, dass jeder muss zugeben noch eine, noch eine, noch eine. Das heißt, wenn es gibt, sagt der Rambam, wenn es gibt 10 Leute zu Hause, dann wird gezündet wie viel? 80 am 8. Tag. Was ist geworden in Shulchan Aruch, ist afuch al afuch. Der Bet Yosef, der Mechaber, Maran Shulchan Aruch, paskent so wie der Tosfot, so wie der Ashkenazim. Und der Ramo, was ist der Ashkenazi, paskent wie der Rambam. Sagt der Taz, das ist afuch al afuch da. Und so ist geworden eine große Machleuche zwischen Ashkenazim und Sfaradim bezüglich Chanukah. Ob es gibt, Baruch Hashem, ein Haus voll, ich gebe voll mit Männern, ein Vater mit Baruch Hashem, mit 5 Sohne, Yeshiva Bochim und alle kommen zu Hause, alle sind zu Hause. Wie viel wird gezündet? Bei den Sfaradim nur eine Chanukia wird gezündet. Für das ganze Haus. Bei den Ashkenazim kannst du doch sehen, manchmal ein Haus voll mit 20 Chanukiot. Baruch Hashem, es gibt volle Kinder. Jeder Kind macht alleine eine Chanukia. Okay, das ist ein Machloket zwischen Ashkenazim und Sfaradim bis heute, ja, soll man wissen. Das heißt, nach dem Sfaradim auch eine Shiva-Bocher, was ist in die Shiva, braucht keine Chanukia zu zünden. Warum? Weil sein Vater macht doch zu Hause. Er kommt nach Hause oder nicht, er muss irgendwie sehen, aber er hat keine eigene Pflicht. Dann ebenso wie die Soldaten, kommt die Frage, was machen die Soldaten? Wenn die Soldaten sind jetzt weg von zu Hause, jetzt ist die Frage, er ist der Hausherr, er ist, ja, es kann sein ein Bocher, ein junger Chayal, ein junger Soldat, es kann sein auch ein Vater, ein Mann. Er ist der Hausherr, aber seine Frau zündet zu Hause. Dann was macht er? Das ist eine Frage zwischen Sfaradim und das ist ein Unterschied zwischen Sfaradim und Ashkenazim. Und ich rede die Beispiel von Chayalim, aber das ist ein Beispiel, was gibt uns schon auch für die Reisende, für die Passagiere, die was sind unterwegs am Chanukka ebenso. Das ist ein großer Unterschied zwischen Sfaradim und Ashkenazim. Das Sfaradim. Wenn jemand bei ihm zu Hause, das heißt, sein Vater, seine Frau, egal was, ja, er ist sein Vater, das heißt sein Vater, seine Frau, oder wenn die Frau ist weg, weil die Frauen sind auch verpflichtet mit Chanukka. Wenn jemand zu Hause
Doch zündet für denen für Chanukka-Kerze nach die Sfaradim, die sind frei von Anzünden Chanukia, die brauchen keine Chanukia zu zünden. Die Ashkenazim aber, egal wo sind die, jeder hat eine eigene Pflicht, Neirische Beisor, jeder hat eine eigene Pflicht zu zünden Chanukka-Kerzen. Und deswegen auch, wenn er ist ein Soldat. Er ist ein Soldat, was weg von zu Hause und sein Vater oder seine Frau oder eine von den Hausmitgliedern. Doch, er zündet Chanukka-Kerzen, aber er ebenso braucht eine eigene Chanukka-Kerzen. Jetzt, das ist die allgemeine Basis von die ganze Halacha. Jetzt kommt zusätzliche paar, noch ein paar Punkte. Punkt Nummer 1. Auch die Sfaradim, wenn ein Soldat ist in Gaza und er ist dort alleine, oder die sind ein paar Sfaradim dort, Chayalim, Soldaten. Und es gibt keine Chanukia dort. Und in Gaza bestimmt gibt es keine Iden, dass sie zünden Chanukia. Die brauchen selber doch Chanukia zu zünden, auch die Sfaradim. Weil es gibt ein Mitzvah auch zu sehen, zu schauen, Chanukka-Kerzen. Es ist ganz wichtige Mitzvah. Das heißt, steht geschrieben, es gibt eine Eulich Baderech. Der Rambam bringt es auch. Wenn jemand ist unterwegs und er sieht Chanukia, dann braucht er zu machen ebenso die Brachot über Chanukia, was er hat nicht gezündet hat. Falls das er hat nicht gezündet und sagt er nicht, Ladlikne Chanukka, sondern nur Sha'asani Sim Lavotenu. Soll man wissen, auch die Chanukia, was wird zünden, ja, bei Chabad, wird gezündet draußen, ja. Das ist die Chanukia, dass man ist nicht Joize damit. Warum? Weil jeder muss zu Hause zünden. Das ist gemacht wurde für Pirsume Nissa, für veröffentlichte Ness. Aber das ist nicht, man soll das sagen auch an die anderen. Ich sage das immer bei Open Platz, aber man soll es sagen auch die alle Anwesenden. Damit, dass du bist du bei der Chanukia und wird gezündet und alles gut mit Brachot und so weiter, aber das ist nicht, bist du nicht Joize damit, weil du musst zu Hause später auch zünden. Aber auf jeden Fall, wenn jemand hat keine andere Chanukia und das ist der einzige Chanukia, was er sieht, doch macht er die Bracha, aber ebenso einer, was ist unterwegs oder ein Soldat in Gaza und er hat keine andere Chanukia, er ist alleine. Dann, auch wenn er ist Faradi und bei ihm zu Hause jemand zündet, es ist egal, er braucht doch zu sehen, heute Abend eine Chanukia. Deswegen braucht er doch zu zünden eine Chanukia. Okay? Das ist Nummer 1. Das ist Punkt Nummer 1, dass wir sehen. Einspruch, Rabbi Ja? Nachman. Einspruch, auf dem Kriegsfeld darf man kein Licht, in der Moment, Nacht Moment, darf man Moment, kein. Moment, Moment. Bald. Also Schritt bei Schritt. Das ist Punkt Nummer 1, dass wir sagen, dass auch sfardische Soldaten oder, das kann sein, ich habe diese, weil das ist aktuell, aber es kann sein auch, wie gesagt, einer, was ist unterwegs, was ist weg von zu Hause, er ist in andere Land, er ist für Business oder für was anderes, was weiß ich, und er ist alleine, auch wenn er ist ein Sfaradi und bei ihm zu Hause wird jemand gezündet, aber wenn er ist alleine unter die Goyim, braucht er sowieso Chanukia anzuzünden. Jetzt kommen wir auch bei Ashkenazim. Wann? Es könnte schon sein ein Problem. Das heißt, das alles wir besprechen in einer ganz normalen Situation, auch im Kriegsfeld, auch in Gaza. Wenn die haben irgendwie, also das haben schon gesehen, ein paar Bilder und ein paar Videos, die sehen das irgendwie, die lokalisieren dort in einem, die nehmen dort einem Haus, eine Schule und die lokalisieren dort, das ist jetzt ihren Lokal, das ist ihren Lager jetzt für die nächsten Tagen, für die nächsten paar Tagen. Und die haben schon irgendwie ein Basis, ein Lager, wo die lagern. Und kann man da sagen, das ist jetzt meinem Haus, dann können die dort zünden. Die Frage ist, wenn ein Soldat ist gerade unterwegs, er hat eine Mission gerade, er hat eine Aufgabe, er hat eine Mission gerade heute Abend oder am Donnerstagabend oder eine von den Nächten von Chanukka und er ist nicht in keine physische Haus. Und das ist ein Soldat, aber es kann sein, wenn einer ist unterwegs, wenn jemand jetzt fliegt, irgendwie für eine gute Reise, für eine gute Zweck, aber er ist jetzt nicht zu Hause und er ist jetzt unterwegs, er ist auch nicht im Hotel. Wo soll er zünden? Nerot Chanukka. Das heißt, er hat keine Haus. Das ist sehr interessante Diskussion, was wirklich, also viele Rishonim, viele Achronim diskutieren damit, ob jemand ist wirklich jetzt unterwegs und er hat kein Haus. Was soll er jetzt machen?
Das heißt, diese Nacht er fliegt. Wo soll er jetzt im Flughafen oder im Flugzeug oder mit Auto unterwegs auf Autobahn? Dann, wenn er kommt später nach Hause oder in einem Hotel, irgendwie in der Nacht, lieber vor Chatzot, vor Mitternacht, nach einigen Meinungen auch nach Mitternacht, auf jeden Fall, wenn er trifft noch ein paar Leute, was sind noch wach, dann kann er das machen. Aber wenn er wirklich die gesamte Nacht, und ich bekomme wirklich also jedes Jahr die gleiche Sachen, also es gibt Menschen, was müssen fliegen, und die fliegen schon die ganze Nacht, also was sollen die machen? Dann die kommen bei uns, wenn die haben da einen Stopover, wenn die gehen über Frankfurt, dann die kommen bei uns in Beit Chabad. Das ist auch ein bisschen problematisch, wenn die kommen im Chabad aus, weil das ist nicht ihr Haus. Aber sagen wir mal, das ist noch, wäre noch okay, weil die können doch in Chabad auskommen oder woanders oder irgendwie in einem Motel oder was, und die können was essen, und das macht schon irgendwie, dass es soll ein bisschen feste Besatzung sein, quasi, dass die sind die Bewohner von diesem Haus für ein paar Stunden und die können dort anzünden. Aber wenn ein Soldat wirklich oder ein Passagier wirklich unterwegs, darf er das machen im Flughafen, darf er das machen oder wirklich auf die Autobahn, oder ein Soldat in Gaza, was er ist wirklich auf dem Feld jetzt die ganze Nacht, was macht er? Dann Nummer eins, es ist doch gefährlich. Aber wenn, nehmen wir an, das ist nicht gefährlich. Aber darf schon, also von den Regeln darf er schon machen. Soll er das machen oder nicht? Das ist wirklich eine große Diskussion, die Minhag wahrscheinlich bei vielen geworden, dass doch wird es gezündet, auch mit Bracha, aber wie gesagt, das ist schon unter eine große Fragezeichen, dann die Soldaten haben keine andere Chance, aber die, was haben, doch ein Wahl, man soll nicht reinfallen in solche Probleme, und man soll es machen rechtzeitig. Das heißt, das ist für die Soldaten, oder habe ich gesehen heute, dass es gibt auch Anweisungen, wenn ein Tankist, also mit dem Tank oder mit dem Panzer die ganze Nacht, wie soll er das machen, wenn er darf das machen? Dann kann man sagen, dass irgendwie sein Tank oder sein Panzer ist irgendwie schon seinem Haus in die Stunden, und er kann es machen. Ich habe heute auch interessante Fall gesehen, auch wenn die liegen in die, wie heißt es, in die Schuchot, also in die Brunnen, oder in die, wenn man versteckt sich also in einem Loch. Wie sagt man das am besten, weiß ich nicht. Ob es ist in Ordnung oder nicht, das ist auch eine interessante Frage. Das, weil kann sein, wenn es ist Asarat Fachim, wenn es ist schon ein Loch von 10 Ellen, das heißt 80 Zentimeter, ist schon irgendwie ein Bereich an sich, und das kann schon gezählt werden als einen kleinen Bereich, als kleine eigene Haus für diese Stunden. Auf jeden Fall, das ist wirklich interessante Fragen. Wie gesagt, am besten ist zu Hause machen. Ebenso in den Graben. Ja, sehr gut. Sehr gut, Herr Bosche. Auf jeden Fall, das sind interessante Fragen. Es gibt auch eine Frage, wenn das ist auch eine Frage, also das hat zu tun mit dieser Frage. Wenn jemand kommt zu Gast bei Freunden oder bei Familie, bei Verwandten am Chanukka, was soll er machen? Dann, wenn er geht, nur wenn er ist eingeladen zum Abendessen am Chanukka. Es gibt viele, laden ein. Die andere, es ist schon gut für Sudat Chanukka. Aber die Frage, was soll gemacht werden mit Chanukka-Kerzen, mit Chanukia? Dann am besten ist zu zünden zu Hause, noch bevor man geht. Am Abend, und dann warten eine halbe Stunde und dann man soll gehen. Aber wenn doch wird eingeladen vorher oder er muss schon gehen, dann kann man doch warten, bis man kommt zurück. Weil am besten ist zu zünden zu Hause, wo man wohnt. Aber wenn es gibt keine andere Wahl, oder selbstverständlich, wenn man geht bei der Gastgeber und man übernachtet dort, dann selbstverständlich, das ist jetzt deinem Haus, dann man zündet dort. Aber wenn man übernachtet nicht, nur wird gegessen, dann es ist, wie gesagt, lieber vorher oder nachher. Das Problem, wenn es ist nachher, dann darfst du schon keine feste Mahlzeit essen, weil solange hast du keine Chanukia gezündet, das ist problematisch. Wenn es aber kann gibt, man ein, ah?
Ein Schäumer machen. Schäumer Das kann sein, wenn ein Schäumer das selber nicht verpflichtet oder schon gezündet, dann es kann schon helfen. Nach der Alte Rebbe, es gibt solche, was sagen, das kann helfen nur vorher, aber ein Schäumer kann schon helfen, ja. Aber wann wenn man kommt? nicht, wenn es gibt keine andere Chance oder man kommt später nach Hause ganz, ganz spät, dann kann man auch zünden bei der Gastgeber, bei der Haus, wo wird gegessen, weil sowieso, wenn du isst dort, dann wie gesagt, das macht schon eine gewisse Level von, eine gewisse Niveau von deinem Haus und dann kannst du dort anzünden. Ebenso bei Schabbes, wenn dann kommt Schabbes, Chanukka wird zum Verwandte oder Mispoche und so weiter, dann selbstverständlich, wenn man diese übernachtet, dann ist es deinem Haus. Und Wann kommt rein diese Subia von Sponsorenöl, Gast oder ja, mit Beteiligen an der Öl von dem Gastgeber? bei den Sfaradim auf jeden Fall, das reicht, aber der Aschkenasim wollen wir doch jeder. Jeder will doch anzünden, das ist die Sache. Also bei Aschkenasim le Maise wird das nicht gemacht. Nein, wird nicht gemacht bei der Aschkenazim. Das gemacht doch bei Frauen, wenn eine Frau ist zu Gast. Dann kann sie beteiligen mit Sponsoren von einem Pute. Aber bei Männern wird nicht gemacht. Sonst, wenn er hat keine andere Chance. Also er verliert damit die Hidur, ja. Und auf jeden Fall, er ist nicht Joize, wenn das nicht deinem Haus. Das heißt, es muss deinem Haus sein, auf jeden Fall. Deswegen deinem Haus ist, wo du übernachtest. Oder, wie gesagt, nachhinein, wenn du isst dort, ist auch, wenn es gibt keine andere Chance. Also, es gibt doch mehrere Einzelheiten. Also, nur zum Schluss, weil jemand hat mir auch gefragt, Reb Simcha, was macht man, weil ich habe nicht so, was macht man mit der Schamisch, wenn man will, der Schamisch verwenden mit dein Öl, nicht mit deinem Wachs. Also, unser Minhag bei Chabad, dass wir zünden doch mit Öl, aber wir zünden doch mit Öl, aber der Shamash, der Shamash, wir verwenden doch mit Wachs. Richtig? Mit Ner Shava. Aber wenn jemand doch, es gibt ein Minag, es gibt solche, was doch, wollen die auch bei Shamash nutzen mit Öl. Dann, wie soll die machen, wie kann man doch, man kann doch nicht mit Öl, mit die Shamash, mit dieser Kerze, mit Öl, kann man doch nicht zünden, die andere Kerzen. Das ist sehr schwer. Dann, wie soll gemacht werden? Er hat da so drei Optionen gefragt. Also, ich glaube, wie gesagt, wobei das nicht unser Minhag und üblich ist. Es gibt einige Admoiren, was machen die das, aber die meisten machen Shamash mit Wachs. Und dann, die normal ist, dass man zündet die Shamash vorher, man sagt die Bracha, und dann man zündet die andere Kerze und das bleibt als Shamash. Wenn man will, doch als andere Shamash, ich hätte gesagt, dass man nimmt andere Kerze, man zündet, man macht die Bracha, wird die alle Kerzen gezündet und später wird gezündet auch der Shamash, diese Shamash, was bist du vor, bist du als Öl. So, ich hätte, ja, ich werde noch suchen, vielleicht jemand schreibt genau, wie seine Minhag ist, aber ich glaube, das passt nach die Regeln von der Halacha. Okay, das ist in kurz, was ich wollte für heute sagen. Das sind ganz wichtige Sachen, wie gesagt. Also muss man nochmal betonen, dass auch gesagt, so wie gesagt, dass die wir beteiligen, die alle Adlakot, was wir machen auf die Straßen oder in die Synagogen, die sind nicht Joize damit, mit der Mitzwa von Chanukka und muss man zu Hause später nochmal oder vorher zünden, die Chanukka-Kerzen, das ist schon ganz, ganz wichtig. Vielleicht werden wir noch schaffen, nächste Woche noch zu sprechen über den Besat Hashem. Ich hoffe, dass am Donnerstag besprechen wir also Sachen von Agada, von Parshas Vayeshev und Chanukka zusammen, das ist verbunden. Rabbi Zrok David Gutmann hat schon angeboten, soll man sprechen über die Va'aborek in Bomaim, das hat zu tun mit Chanukka. Wir werden bei Besat Hashem versuchen, wir das zu besprechen auch. Also bis dahin, also ich, ja, was fragst du? Okay, ja. Haben wir gesagt, nur wenn die Regeln von die Armee lassen das, ja? Nicht Chas v'Sholem, nicht machen etwas gegen den Ramatkal. Rabosche, bist du einverstanden? Chas v'Sholem, nicht machen gegen die Offiziere. Wir reden doch
Pikuach Nefesh, das ist doch wichtig. Ich habe gesagt, deswegen habe ich gesagt, nur wenn es ist erlaubt. Auf jeden Fall, wie soll es sein, also von den Chanukkah-Kerzen, wir haben noch zwei Tage, bis Rat Hashem, soll der Oibeshter uns benchen mit der Sachlicht, mit viele, viele Lichter und das Nizochen von Rabbim Beyad Meatim und Tmeim Beyad Teurim, soll die Am Israel, der reine Volk Israel, Bezrat Hashem, soll haben ein größer und klar und deutlicher Nizachon über unsere Feinde, Bezrat Hashem, soll sein mit Frieden und mit Simcha. Amen. Afreilach in Chanukka, seid alle gesund, stark und freilach. Schkoyach. Amen, Amen. Amen, Schkoyach.